So, jetzt bin ich hier mit dem SPK3 von Aquamarina im Wasser. Das Paddel habe ich hier so eingeklemmt in das Gepäcknetz und ich zeige jetzt einfach mal, wie einfach das Aufsteigen auf dem Board ist. Es ist halt ein Anfängerboard, das äußerst stabil auch im Wasser ist. Es sagt auch nicht ein, wie in einigen Rezensionen stand, sondern es ist wirklich ausreichend stabil, auch in der Mitte, ohne dass die Füße im Wasser stehen. Man sieht, das ist ganz einfach, man steht einfach auf und schon kann man mit dem Paddeln beginnen. Man kann sich sogar ein bisschen auf dem Board bewegen, je nachdem, wo man stehen will. Wenn man eine sehr sportliche Fahrweise hat, dann stellt man sich weiter nach hinten und sonst einfach weiter nach vorne stellen. Ziemlich laufstabil. Natürlich durch die Dicke ist das Board nicht ganz so wendig. Aber damit kann ich im Grunde leben, weil es wirklich so an sich so stabil ist, dass ich sogar so ein bisschen hin und her kippeln kann, ohne dass ich sofort ins Wasser falle. Das hat man ja auch nicht bei jedem Board. Das Board von Aquamarina, da ist das möglich. Man kann theoretisch sogar Sportübungen machen. Das zeige ich auch vielleicht einfach einmal. Man kann zum Beispiel Squats mitten auf dem Wasser machen. Das ist gar kein Problem. Oder man kann auch einfach Push-Ups auf dem Wasser machen. Das ist auch gar kein Problem. Das Board ist ausreichend stabil dafür. Und das zeichnet das Board irgendwie aus. Dass es super stabil ist durch diese drei Finnen hinten. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann besucht doch meine Seite fitness-factory.net.